Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr mal wieder zuschaut. Heute ist es endlich soweit. Ich habe tatsächlich den Schritt gewagt, mein Hauptsmartphone, ein sehr bescheidenes Gerät hier, das LG L70 zu ersetzen. Und zwar, jetzt kommt es nicht durch ein LG, ein Samsung, ein Apple oder ein Motorola, Sony, was auch immer, sondern, Achtung von links, ein Julifone, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Vienna. Das wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Banggood, einem sehr freundlichen chinesischen Online-Shop, für den ich hier weder Werbung machen will, noch irgendwie für dieses Review bezahlt wurde. Wie gesagt, das Telefon wurde mir zur Verfügung gestellt, aber ansonsten werde ich dafür in keinster Weise entlöhnt, möchte euch das aber jetzt zeigen, da ich, wie gesagt, wirklich plane, dieses Telefon als mein Hauptgerät einzusetzen. Julifone sehen wir hier auf der Seite in Silber. Vienna heißt das Modell. Und ja, ansonsten ist die Verpackung sehr minimalistisch und schön schlicht ausgestattet. Bis auf die Features hier hinten, die auf der Rückseite in Form einiger Grafiken abgedruckt sind. Zum Beispiel hier der doch etwas außergewöhnlich starke 3250 mAh Akku, der integriert ist. Die 64-Bit-8-Kern-CPU, das ist auch auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Dann haben wir 3 GB RAM, also Arbeitsspeicher, und 32 GB, sage und schreibe 32 GB internen ROM-Speicher für Apps und ja, Multimedia, was auch immer wir da draufpacken möchten. Ein 5,5 Zoll LTPS-Display, Dual-SIM-Kartenslot gibt es natürlich, wie das bei China-Phones üblich ist. 13-Megapixel-Kamera an der Rückseite und 5-Megapixel-Selfie-Kamera. 1080p Full-HD-Auflösung und es gibt ein 2,5D-Bildschirm, der, glaube ich, leicht abgerundet ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich würde sagen, wir schauen ganz einfach rein. Dazu öffnen wir den schlichten, schönen schwarzen Karton. Was haben wir hier noch? Okay, nochmal die Produktnummer und die Farbe, nämlich in Black. Ihr habt es vielleicht gesehen. Das Telefon gibt es nämlich tatsächlich auch in einigen anderen Farben. Zum Beispiel wären da das Roségold und Silber und Weiß, glaube ich, auch. So, wir werden das gute Stück mal hier rausnehmen in einer milchig-weißen Schutzfolie. Dazu muss ich den Karton mal eben weglegen, beziehungsweise leg erstmal das Telefon weg, denn wir schauen uns erstmal weiter in dem Karton um, was hier noch drin ist. Zum Beispiel haben wir hier ein USB auf Micro-USB-Kabel, schön gummiert an den Steckern hier, das fühlt sich edel an. Ein weißes Flachbandkabel, naja, Länge geschätzt 1,5 Meter wahrscheinlich, Standardlänge zum Aufladen des internen Akkus und natürlich auch zum Versorgen mit Daten des Telefons. So, und das hier ist der Strom auf USB-Adapter. Auch dazu muss ich mal eben den Karton nochmal weglegen. Der sieht folgendermaßen aus von Julifone mit einigen Schutzfolien hier, die ich jetzt mal eben ganz asozial in die Natur werfe, aber gleich natürlich wieder aufhebe. Ein AC-DC-Adapter, der 5 Volt ausgibt auf der USB-Buchse. Ja, und an den können wir dann zum Beispiel das gerade schon gezeigte USB-Kabelchen anschließen. Was haben wir hier noch in der Verpackung? Das sieht mir ja fast aus wie eine mitgelieferte Silikonschutzhülle hier. Ja, ganz genau. Das hat man bei den teuren, bekannten Herstellern von Mobiltelefonen eher selten bis gar nicht. Das hier, ja, so ein Silikonschutzcover, könnt ihr schon sehen, mitgeliefert wird, welches wir auf die Rückseite des Telefons anbringen können. Und außerdem wird auch, ich habe es gerade schon entdeckt hier unten, eine Schutzfolie für das Display mitgeliefert. Sehr schön hier mit Abziehfolie und Anbringungsanleitung. Also da können sich die großen westlichen Hersteller, sage ich mal, auf jeden Fall eine Scheibe mal dran abschneiden. So, und als allerletztes, nein, als vorletztes, denn hier haben wir noch den Pin, um die SIM-Karte und die Micro-SD-Karte auszutauschen. Die liegen nämlich nicht mehr auf der Rückseite im Telefon, da wo der Akku ist, sondern an der Seite, das zeige ich euch gleich. Und hier haben wir dann ja, die Kurzbedienungsanleitung, zum Beispiel für die Sondertasten am Telefon, die Home-Tasten und so weiter. Das Ganze auf Englisch. Ja, die Standard-Apps hier für Telefon, SMS-Nachrichten, Kamera, Musik und so weiter. Ich denke mal, das brauchen wir nicht wirklich, da wir uns unser Gerät in der Regel sowieso mit eigenen Apps anpassen. Französisch, Portugiesisch, Italienisch, wahrscheinlich irgendwo auch noch Deutsch. Allerdings waren das nur Sicherheitshinweise und rechtliche Hinweise. Die brauchen wir ja nicht. Das hier ist auf jeden Fall schon mal ein ganz cooles Gimmick. Diese Silikon-TPU-Schutzhülle aus elastischem, weichem Kunststoff-Silikon hier mit Aussparungen natürlich hier oben, ich denke für die Kamera, für die Lautsprecher, für den Micro-USB-Anschluss und natürlich die Tasten hier an der Seite.
Sehr schönes Zubehör. Aber ihr wollt natürlich nicht das Zubehör sehen, sondern hier kommt es von links. Das Julifone Vienna in Schwarz. So sieht es aus. Spiegelt ein bisschen sehr massiv hier draußen im Sonnenlicht. Ich glaube, deshalb gehen wir gleich direkt mal rein und werden uns das Ganze von drinnen näher anschauen. Auf der Rückseite haben wir auch noch eine Folie aufgeklebt, die uns hier ja, über die Funktionalitäten und Bestandteile des Telefons informiert. Zum Beispiel hier der Headphone Jack, also der 3,5 mm Klinkenanschluss. Hier oben haben wir, glaube ich, auch noch eine Benachrichtigungs-LED, wenn ich das richtig sehe. Dann natürlich die 13 Megapixel Rückkamera, den LED-Blitz, den Fingerabdrucksensor, den wir hier finden. Auch ein sehr schönes Feature. Hier ist der Kartenslot. Dafür war ja gerade dieses kleine silberne Teilchen hier unten drin, genau hier. Damit müssen wir nämlich in dieses kleine Löchlein hier später reingehen am Kartenslot und können so MicroSD, aber auch SIM-Karte einfach austauschen. Die liegen nicht mehr hier hinten irgendwo drin, sondern tatsächlich hier von der Seite reingeschoben. Dann haben wir hier natürlich die obligatorische Lautstärkesteuerung plus, minus und den Power-Button. Alles seht ihr hier hinten, wie gesagt, beschrieben. Und hier haben wir noch einen Zusatzbutton, nämlich den Record-Button. Der sitzt hier. Ich nehme mal an, zum Starten einer Aufnahme zum Beispiel oder zum Starten der Kamera. Wahrscheinlich auch aus dem Standby-Modus direkt heraus. Von der Frontseite schauen wir uns das gute Stück natürlich auch noch eben an. Da fällt euch vielleicht schon direkt auf, dass wir hier eine von Werk bereits aufgezogene Schutzfolie haben. Wir haben ja hier im Karton noch eine zweite Schutzfolie drin liegen gehabt. Hier ist sie. Aber es ist hier freundlicherweise tatsächlich schon vom Werk aus eine Folie drauf. Und zwar absolut blasen- und fusselfrei, wie ihr sehen könnt. Sieht wirklich aus wie eine zweite Haut, wie eine zweite Displayschicht. Dann haben wir natürlich hier oben die Kamera, den Helligkeitssensor und das Mikrofon ausgespart. Auch von der Displayschutzfolie ganz leicht. Und am unteren Rand des schönen 5,5 Zoll Full HD Displays haben wir den Home-Button, den Zurück-Button auf der rechten Seite und auf der linken Seite den Kontextmenü-Button. Die Seiten des Telefons mit den ganzen Anschlüssen hatte ich euch ja gezeigt. Mache ich trotzdem nochmal eben hier im besseren Licht, glaube ich. Die Benachrichtigungs-LED hier oben, der obligatorische 3,5 mm Klinkenstecker, auf den ja jetzt auch schon teilweise verzichtet wird bei einigen neuen Modellen oder verzichtet werden soll in nächster Zeit. Den SIM-Kartenslot in Kombination mit dem Micro-SD-Kartenslot, wie gesagt. Und hier auf der linken Seite ist es auch noch die Kamera-Schnellzugriffstaste bzw. den Hardware-Auslöseknopf für die Kamera. Micro-USB-Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung. Ein kleines Mikrofonloch. Und auf der rechten Seite haben wir die Android-übliche Lautstärkesteuerung, bestehend aus zwei Tasten. Und darunter, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aus Bedienposition darunter könnt ihr sehen. Hier ist die Lautstärkesteuerung und hier unten ist der Powerknopf. Normalerweise befindet sich der Powerknopf ja oberhalb der Lautstärkesteuerung, kann man sich aber sehr schnell dran gewöhnen, ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich würde sagen, wir schalten das Ganze mal ein oder versuchen es zumindest, indem ich eben diesen Powerknopf gedrückt halte. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal wie erwartet gut. Wir bekommen einen Startbildschirm mit weißem Julifone-Schriftzug. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Höchstwahrscheinlich natürlich die Ersteinrichtung von Android 5.1 Lollipop. Und während der hier hochfährt, was vielleicht einen kleinen Moment dauert, kann ich schon mal eben hier auf der Rückseite diese Instruktionsfolie hier abziehen, die ich euch ja gerade draußen gezeigt habe. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, entfernen wir die schon mal. Dann können wir uns nämlich auch mal eben die schöne Rückseite des Gerätes begutachten, welches hier oben schon wieder ziemlich verschmiert ist, insbesondere natürlich jetzt durch das Entfernen der Folie hier so einen kleinen Rand hat, wo ich schon in der Hand hatte. Das sollte sich aber nach einigen Benutzungsmomenten legen. So sieht das gute Stück nochmal hier von der völlig nackten Rückseite aus. Ein bisschen feucht jetzt. Okay, das hörte sich fast schon versaut an. Aber ihr seht nochmal den Fingerabdruck-Sensor und den Julifone-Schriftzug in glänzendem Schwarz übrigens. Und ja, hier unten, das Teil setzt sich so ein bisschen ab hier. Ich würde sagen, wir schauen mal, was das Telefon auf der Vorderseite macht. Welcome, okay, das ist hier der ganz normale Android 5.1 Startbildschirm, Einrichtungsbildschirm, in dem wir erstmal unsere Sprache auswählen. Das ist Deutsch natürlich und dazu aufgefordert werden, unsere SIM-Karte einzulegen. Das überspringe ich jetzt aber erstmal aus dem ganz einfachen Grund, da bei dieser Ersteinrichtung hier oft die Mobildaten aktiviert werden und im Hintergrund schon mal ein paar MB an Updates oder irgendwas, was ich nicht will, über meinen SIM-Karten-Datenvertrag runtergezogen werden. Deshalb kommt die SIM-Karte erst ganz zum Schluss rein, genauso wie das WLAN. Das möchte ich trotzdem überspringen, wenn alles andere eingerichtet ist. Ich möchte euch erstmal eben hier zeigen, wie das Telefon hier von Werk ausgestattet ist. Displaysperre, all diese Dinge richte ich später ein. Die können wir ja, wie gesagt, auch mit dem Fingerabdrucksensor hier hinten kombinieren. Ja, das möchte ich jetzt auf jeden Fall überspringen. Google Standortdienst mache ich jetzt aus. Brauche ich erstmal nicht.
Verbesserung der Nutzererfahrung auch nicht. Und dann werde ich freundlich begrüßt. Ja gut, mit den Ersteinrichtungshinweisen hier. Und was hieran wirklich erfreulich ist, dass Deutsch schon hier komplett voreinstellbar ist, wie ihr das gerade gesehen habt. Genauso wie die meisten anderen Sprachen. Das ist bei einigen China-Phones nicht der Fall. Da muss man dann erstmal eine alternative Firmware drauf aufspielen und sich vorher durch irgendwelche chinesischen Recovery-Menüs im besten Fall noch hangeln. Das ist hier bei dem Vienna nicht der Fall. Auf jeden Fall auch auf den europäischen und westlichen Markt schon ein bisschen vorzugeschnitten, könnte man sagen. So, und jetzt schauen wir mal hier oben zum Beispiel rein. Ja, okay, keine SIM-Karte. Display-Helligkeit kann ich noch ein bisschen erhöhen, damit ihr hier auch ordentlich was sehen könnt. Das hier dürfte für Android 5.1 Lollipop-Benutzer wenig überraschend sein, denn es handelt sich hierbei weitestgehend oder vollständig sogar um ein Stock-Android, wenn ich das richtig sehe. Wir gehen mal eben in die Einstellungen rein, ganz genau die von Android 5 bekannten weiß-grünen Einstellungen hier. Die sind auf jeden Fall alle vollständig und wie im Original. Und ja, jetzt schauen wir mal, was hier so an Apps vorinstalliert ist. Zum Beispiel haben wir auf dem einzig eingerichteten Homescreen sehr übersichtlich Kameragalerie, Einstellungen und natürlich den Play Store. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt, dass das Telefon hier nicht von Hause aus mit irgendwelchen Widgets und sonstigen Apps zugekleistert ist. Schauen wir mal in die App-Übersicht rein, was hier so vorinstalliert ist. Und das sieht auf den allerersten Blick wirklich sehr gut aus. Das sind eigentlich nur die originalen Android- bzw. dann die Google-Apps, Google Maps, Google Suche, Gmail und sowas. Aber ansonsten sehe ich hier überhaupt gar keine Drittanbieter-Apps, außer vielleicht so Dinge wie den Kompass hier, die es offiziell von Google, glaube ich, nicht gibt. Aber ansonsten, toi toi toi, überhaupt gar keine Bloatware. Einen Android-eigenen Musikplayer gibt es hier. Aber ansonsten keine Software, die irgendwie auffällig wäre, kein HRS-Hotels, kein Amazon, kein eBay, kein Deutsche Bahn, was weiß ich, was da oft vorinstalliert ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Nachricht. So bleibt uns wahrscheinlich viel von dem großen 32 GB Speicher zur Verfügung. Schauen wir mal eben hier rein in die Kategorie Speicher, Telefonspeicher. 25,9 GB insgesamt und davon sind im Moment noch 25,8 verfügbar. Also ursprünglich sind 25,9 verfügbar von den 32 und davon habe ich noch 25,8 frei jetzt im Werkzustand. Ich denke mal, das reicht auf jeden Fall aus, um nicht nur die Anforderungen des Durchschnitts-Users hier zu erfüllen. Die SIM-Karte, die will bzw. muss natürlich auch noch eingesetzt werden. Dazu schauen wir uns mal eben hier die linke Seite des Telefons an und nehmen uns, wie gesagt, dieses kleine Werkzeug hier zur Hand, was ja mitgeliefert war. Das führen wir hier ja, in dieses kleine Löchlein ein, drücken einmal beherzt zu, dann kommt das raus, das können wir dann mit dem Fingernagel greifen. Zum Beispiel so, Telefon können wir hinlegen und dann schauen wir uns das gute Stück erstmal an. Darin können wir nämlich zwei SIM-Karten unterbringen und zwar entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine MicroSD-Speicherkarte. Zwei SIM-Karten plus noch zusätzlich MicroSD-Speicherkarte geht nicht. Und ja, ihr könnt wahrscheinlich schon sehen, wie das Ganze hier eingelegt wird. Hinten kommt eine Nano-SIM-Karte rein, wenn wir eine haben. Vorne kommt eine Micro-SIM-Karte rein oder eben alternativ die MicroSD-Speicherkarte, welche man aber wahrscheinlich in den meisten Fällen zumindest am Anfang noch nicht einsetzen möchte. Ansonsten, wie gesagt, geht das auch gar nicht. Wenn man wie in meinem Fall zum Beispiel auch nur eine Micro-SIM-Karte hat, die kann ich ja nur hier vorne einsetzen. Für hier hinten ist Nano-SIM angesagt, wie gesagt, dann habe ich überhaupt keine Möglichkeit im Grunde genommen mehr, da vorne noch eine MicroSD-Speicherkarte zusätzlich einzusetzen. So, die SIM-Karte breche ich mal eben hier raus, beziehungsweise war die schon rausgebrochen. Das habe ich euch nur noch mal zur Veranschaulichung hier hingelegt. Ja, und dann können wir die mit den Kontakten nach oben, in dem Fall jetzt hier, und dieser kleinen Abschrägung, die ist hier oben links an meinem Zeigefinger, legen wir die Karte hier ein. Zum Beispiel so. Müssen wir da ein bisschen, nee, müssen wir gar nicht reindrücken. Die liegt da schon ganz sicher drin. Dann nehmen wir uns das Telefon wieder zur Hand, schauen noch, dass wir die richtige Ausrichtung erwischt haben mit dem Loch wieder und schieben das Ganze wieder hier rein. Wie gesagt, jetzt nur mit einer SIM-Karte. Hätte man jetzt noch auf der rechten Seite eine Nano-SIM-Karte dazu packen können. Das schöne mitgelieferte Cover hier, das bringt man natürlich auch noch an. Gar keine Frage, ein schönes weiches Silikon-Cover. Da können wir das Telefon ganz entspannt einfach reinsetzen, reinschieben und hier an der Unterseite, an der entgegengesetzten Seite einfach runterdrücken. Zum Beispiel so. Dann könnt ihr sehen, ja, sind alle Anschlüsse, Benachrichtigungs-LEDs und natürlich die Tasten hier wunderbar erreichbar. Und auch hier unten der Micro-USB-Anschluss und die Haupttasten, die liegen sogar nochmal zusätzlich hier auch ja, unter diesem Silikon. Die sind nicht ausgespart, wie ihr sehen könnt, im Gegensatz zu den anderen Anbauteilen hier, wie zum Beispiel auch dieser Taste. Auf jeden Fall sitzt das Silikon-Cover schön
Und ja, es macht einen guten Eindruck. Macht das Telefon nicht irgendwie dicker, aber macht einen schönen Eindruck, wenn das gute Stück mal absegeln sollte, dass das zumindest ein bisschen durch diese Silikonverdickung jetzt hier geschützt ist. Ich habe das Telefon jetzt in der Zwischenzeit mal mit ein paar Apps hier ausgestattet. In erster Linie natürlich hier aufwendige 3D-Spiele, zum Beispiel hier Need for Speed und andere Titel. Die laufen in der Regel sehr schön. Das blende ich euch nochmal eben hier ein. Da gibt es zwischenzeitlich mal ein paar Ruckler bei aufwendigen Szenen. Aber alles in allem macht das großen Spaß und lässt sich auch mit dem großen Display hier sehr schön steuern auf jeden Fall. Was ich auch noch installiert habe, sind ein paar Benchmark-Apps, zum Beispiel den bekannten AnTuTu-Benchmark für Android oder natürlich auch 3D-Mark. Auch hier blende ich euch mal eben die Ergebnisse ein. Die können sich auf jeden Fall auch sehen lassen, gerade auch im Vergleich zu namhaften Markengeräten der großen Hersteller. Und ja, außerdem habe ich noch einige Systeminformations-Apps installiert, wie zum Beispiel CPU-Z hier unten. Da können wir mal eben einen Blick hier auf die technische Ausstattung des Telefons werfen. Zum Beispiel hier auch auf die Tatsache, dass 7 der 8 CPU-Kerne ja die meiste Zeit ausgeschaltet sind, deaktiviert sind und der eine CPU-Kern, der aktiviert ist, stark runtergetaktet ist, in dem Fall jetzt auf knapp 300 MHz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die App hier mal ein bisschen bediene und zurückgehe, dann sehen wir ganz kurz hier, dass auch die anderen CPU-Kerne ganz kurz aktiviert waren, also hier ihre Arbeit mitverrichtet haben. Schauen wir mal hier bei Device rein, da sehen wir einige Informationen, ja, generelle Informationen, System. Da gehe ich jetzt mal eben schnell durch, ihr könnt euch das ja anhalten, falls ihr da irgendwas Spezifisches nochmal sehen wollt. Hier zum Beispiel die Temperaturen bei einer Raumtemperatur gerade von 22,5 Grad. Einige Sensordaten und ja, okay, das brauchen wir nicht. Deshalb gehen wir zurück und schauen uns nochmal AIDA 64 an, auch das ein Systeminformationstool. Und ja, auch hier gehe ich mal eben schnell durch und zeige euch mal eben die ganzen Informationen, die hier angezeigt werden. Ihr könnt euch das dann dementsprechend anhalten. Da gehe ich jetzt nur mal eben schnell durch. Falls ihr eben irgendwas im Detail sehen wollt, dann drückt einfach auf Pause. Was auch auf jeden Fall sehr schön und angenehm zu benutzen ist, ist das Stock Android 5.1 Lollipop. Wer das schon mal benutzt hat, der wird hier keine Orientierungsprobleme haben, zum Beispiel auch in den Einstellungen, die ja Android 5.1 gewohnt übersichtlich und weiß sind. Da wurde hier von Julifone glücklicherweise, muss man sagen, nichts weiter angepasst. Und ja, auch alle Sonderfeatures des Telefons, wie zum Beispiel die Fingerprint-Funktion hier, die lassen sich auch in den Einstellungen wunderbar konfigurieren. Hier können wir ja neue Fingerabdrücke hinzufügen und die bestehenden bearbeiten. Und bei dem Feature kann man bei der Gelegenheit direkt mal sagen, dass das zur meisten Zeit auf jeden Fall, kann man sagen, gut funktioniert, um den Bildschirm zu entsperren. Ich sag mal, in 7 von 10 Fällen erkennt der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite den Fingerabdruck sofort. In den anderen 3 Fällen muss man den Finger dann ein kleines bisschen versetzen und es nochmal probieren, ist aber in der Regel auch kein Problem. Verzögert ja die Display-Entsperrung um 0,5 bis 1 Sekunde vielleicht. Und alternativ kann man natürlich auch immer die klassischen Entsperrmethoden nutzen, wie zum Beispiel die PIN-Nummer oder einige andere Dinge wie ein Entsperrmuster, Sprachfreigabe, ja, und andere Variationen, die in Android 5.1 enthalten sind. Was ein kleines Manko bzw. ein kleiner Minuspunkt ist, ist, dass das Telefon doch sehr, sehr heiß wird auf der Rückseite bei entsprechender Beanspruchung der CPU und der GPU, wie ich das jetzt gerade durch die Spiele hier einige Minuten lang getan habe. Also das ist hier geschätzt, ja, auf jeden Fall mindestens 40, 45, wenn nicht 50 Grad heiß. Und genau diese Vermutung bestätigt sich auch, wenn wir nochmal in CPU-Z reinschauen. Bei den Temperaturen, die liegen jetzt hier tatsächlich zum Teil deutlich über 50 Grad, lagen sie gerade. Jetzt sinken sie natürlich schon wieder ein bisschen ab, da das Telefon jetzt hier nicht mehr so gefordert wird. Aber auf jeden Fall kann man zusammenfassend sagen, dass es doch ziemlich warm wird. Das Telefon wird ja unter anderem auch für seine herausragende Soundqualität beworben. Deshalb auch hier das Standard-Hintergrundbild mit dem Plattenspieler, welche hier aus den ja, kleinen Stereo-Lautsprechern rauskommen soll. Und ich würde sagen, das testen wir mal. Da habe ich nämlich hier ein paar lizenzfreie Lieder vorbereitet, die ich euch auf jeden Fall mal eben zeigen kann hier gefahrlos.
Also über die Soundqualität kann man sich auf jeden Fall wirklich nicht beklagen. Es ist natürlich über den YouTube-Weg hier immer ein bisschen schwer, das zu vermitteln über das Camcorder-Mikrofon. Und natürlich ist es auch kein Vergleich zu Ohrhörern oder Kopfhörern. Aber auf jeden Fall trotzdem ganz imposant, was hier hinten aus den kleinen Stereo-Lautsprechern rauskommt. Das Gerät vibriert richtig in den Händen auf jeden Fall, hat eine angemessene Bassleistung für das, was natürlich naturgemäß nur möglich ist bei so einem flachen Gerät. Da kann man natürlich kein mega Subwoofer drin verbauen. Trotzdem hat mich das hier auf jeden Fall audiomäßig, gerade auch bei Spielen, wie ihr vielleicht gerade schon gehört habt, überzeugt. Auch an der Surfgeschwindigkeit, zum Beispiel hier mit dem Standard-Android-Browser, gibt es überhaupt gar nicht zu meckern. Das geht alles wunderbar schnell von der Hand hier, genau wie die sonstige Bedienung eigentlich des gesamten Telefons. Ich kann eine andere Webseite natürlich auch aufrufen, die ebenso schnell geladen wird, wie ihr sehen könnt, mit Werbung natürlich, die das Ganze etwas verlangsamt. Aber ja, das ganze Nutzungserlebnis des Telefons ist auf jeden Fall schön. Was mich auf jeden Fall auch überzeugt hat, ist die Kamera. Die bietet nicht nur eine sehr gute Qualität auf der Rückseite und auch auf der Front, auf der Selfie-Kamera, sondern auch einige interessante Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel das Erstellen von Panoramaaufnahmen hier oben oder Daueraufnahmen, also Serienaufnahmen, die auch wirklich sehr schnell geschossen werden. Videoaufzeichnung ist natürlich auch wunderbar. Ich blende euch hier gerade mal ein paar Testszenen ein paar Fotos und Videos vielleicht. Ansonsten habe ich das auch unter Umständen in einem separaten Video untergebracht. Wie gesagt, die Rückkamera, die kann sich bei guten Lichtverhältnissen tagsüber auf jeden Fall sehen lassen. Abends bzw. bei schlechten Lichtverhältnissen sieht das dann schon wieder ein bisschen anders aus mit Zuhilfenahme des LED-Blitzes hier hinten. Da sind die Fotos dann etwas von Rauschen geprägt, auf jeden Fall leider. Aber tagsüber macht das Handy hier auf jeden Fall sehr schöne und eindrucksvolle Aufnahmen. Auch daran gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Ja, mehr kann ich euch eigentlich nicht erzählen zum Julifone Vienna. Ich finde, das ist ein richtig schönes Telefon. Vor allen Dingen natürlich für den Preis, gar keine Frage. Aber vor allen Dingen auch mit der Ausstattung. Ein 5,5 Zoll Gerät, was natürlich erstmal ein bisschen ungewohnt ist, wenn man wie gesagt, sagte ich ja eingangs hier, von einem standardmäßigen 4,5 Zoll Gerät kommt. Aber zumindest in meinen großen Händen lässt sich das auch schnell einhändig bedienen. Also man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Kritikpunkte gibt es eigentlich nicht viele, bis auf die Wärmeentwicklung, die ziemlich hoch ist, zumindest bei fordernden Anwendungen, wie eben zum Beispiel bei 3D-Spielen. Und ansonsten ist das Telefon super schnell und reaktionsfreudig. Das habe ich euch ja gezeigt. Nicht nur beim Spielen, aber in erster Linie auch beim alltäglichen Arbeiten. Das geht alles wunderbar flüssig von der Hand. Und was mich vor allen Dingen auch überzeugt, ist im Gegensatz zu einigen anderen günstigen China-Phones, der Touchscreen. Der ist nämlich sehr präzise und sehr genau. Da hatte ich es bei anderen China-Geräten schon mal, dass der Touchscreen ein bisschen ungenau war, dass man zum Beispiel bei langen Webseiten wie hier ein paar Hopser und Springer hatte. Das passierte überhaupt gar nicht. Der Touchscreen genauso wie die drei Touch-Tasten hier unten natürlich sind wunderbar genau und akkurat. Und ja, deshalb finde ich eigentlich bis auf die Wärmeentwicklung keinen Kritikpunkt an dem Telefon. Akkulaufzeit ist auch gut mit dem 3250 mAh Akku. Hält mehrere Tage durch, wenn man es nicht allzu exzessiv und dauerhaft benutzt und vielleicht auch die Displayhelligkeit natürlich hier ein bisschen herunterregelt, so zum Beispiel. Und ja, ansonsten bleibt als Fazit zu sagen, ein wunderbares Komplettpaket, wie ich finde, insbesondere hier mit der Schutzhülle, die habe ich inzwischen schon wieder entfernt, da ich das Ganze hier für das Review ein bisschen handlicher haben wollte, aber das schränkt die Handlichkeit des Telefons nicht wirklich ein. Die mitgelieferte Silikon-TPU-Schutzhülle, genau wie die ab Werk schon aufgezogene Schutzfolie, wie gesagt, finde ich sehr schön. Gibt es zwar bei allen China-Phonen, aber möchte ich hier auf jeden Fall nochmal separat erwähnen. Und wenn die Chinesen jetzt noch eine Möglichkeit entwickeln, dass die Displays nicht mehr so grässlich verschmieren nach der Benutzung, dann kaufe ich auf jeden Fall nur noch China-Telefone oder Telefone von Julifone, in dem Fall das Vienna hier. Aber ich würde sagen, mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen, sonst verquatsche ich mich hier nur. Ein sehr schönes Telefon, wie gesagt, von der Verarbeitung, Haptik, der Bedienung. Kritikpunkte gibt es keine großen, schon gar nicht für den Preis. Deshalb kauft euch das, probiert das mal aus und schreibt mir vor allen Dingen mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit China-Handys gemacht habt, wie die waren und was ihr diesbezüglich in Zukunft plant, ob ihr auch euer nächstes Gerät wieder von einem der teuren, etablierten westlichen Hersteller kauft oder ob ihr es auch mal wie ich wagt und euer Hauptgerät von einem chinesischen
Hersteller bezieht. Das war mein Review. Ich danke euch für eure Zeit. Würde mich wie immer über eine positive Bewertung freuen, wenn euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen, informiert oder unterhalten hat. Oder natürlich auch über ein Abo auf meinem Kanal, falls ihr noch kein Abonnent seid. Das motiviert mich auf jeden Fall immer weiterzumachen. Und ihr könnt sicher gehen, dass ihr bald ein neues Video von mir seht. Ich bin jetzt aber raus. Links, Beschreibungen und ja, alle weiteren Informationen, die ihr braucht, unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Macht's gut vom Yogi285. Ciao, ciao.